Schränkst du den Kreis deiner potenziellen Partner zu sehr ein? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Videoblog. Ich bin Rosmarie und ich helfe brillanten, bewussten Frauen jetzt, den richtigen Mann und eine unendlich große Liebe zu finden. Diese Frage, wie stark soll ich den Kreis meiner potenziellen Partner online oder offline, ich werde oft online gefragt, einschränken oder ausweiten, das ist eine Frage, die mir in meinem Coaching-Business oft gestellt wird. Und wir haben alle die Tendenz, dass wir uns unter Gleichgesinnten wohler fühlen. Das gibt uns eine Art von Sicherheit, wir fühlen uns verstanden. Aber dabei muss dir klar sein, auch wenn du mit deinem Partner schlussendlich Jahre zusammen bist, du wirst vielleicht immer noch feststellen, dass ihr, obwohl ihr über die genau gleichen Dinge sprecht, dass ihr unterschiedliche Sprache, unterschiedliche Worte für diese gleichen Dinge verwendet. Du wirst merken, dass es auch nach Jahren des wunderbaren Zusammenseins immer noch Unterschiede gibt, die dich herausfordern. Und ich möchte heute eine Bresche schlagen für diese Unterschiede, denn das ist gut so, dass es diese Unterschiede gibt. Denn ohne Unterschiede gäbe es kein Wachstum. Es gäbe kein Wachstum. Diese Unterschiede geben uns immer wieder Impulse für unser persönliches Wachstum. Sie fordern uns immer wieder raus, aus unserer Komfortzone zu gehen. Das würde nicht passieren, wenn du einen Mann suchen und finden würdest, der eine riesige Übereinstimmung mit dir hat, der in fast allem mit dir übereinstimmt, der, ja, kaum sprichst du ein Thema an, da kommt schon ein Ja, ich sehe das genauso. Das inspiriert dich nicht, auch mal über deine Nasenlänge hinauszudenken. Das inspiriert dich auch nicht, zu wachsen. Und für mich ist eine Beziehung einer der genialsten Orte, um wirklich in seiner Persönlichkeit weiter wachsen zu können. Was auch passieren wird, ist, wenn du in einer Beziehung bist, in der es diese Unterschiede gibt, dass du merken wirst, dass dein Partner deine roten Knöpfe drückt. Er wird deine roten Knöpfe drücken und du wirst seine roten Knöpfe drücken. Und was passiert da? Das ist etwas vom Wunderbarsten, was da passiert. Dir wird gezeigt von deinem Partner, dass du diese roten Knöpfe hast, dass du diese alten Verletzungen oder alten Glaubenssätze noch hast und dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass du auch die anschauen und heilen kannst, dass da ein riesiges Potenzial vorhanden ist, dass du noch heilen kannst, dass du in deinem persönlichen Wachstum noch tun kannst. Das würde dir nicht passieren, wenn es nicht diese Unterschiede gibt, wenn ihr die genau gleichen roten Knöpfe hättet. Und wie gesagt, wir alle haben grundsätzlich die Tendenz, uns mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Das heißt auch bei der Partnersuche, wenn du online bist, dass wir die Tendenz haben, wenn wir feststellen, der hat andere Interessen, der spricht in seinem Profil eine ziemlich andere Sprache, dass wir die Tendenz haben, diesen Partnervorschlag gleich wegzuklicken. Und dabei übersehen wir eben all das Wunderbare, das Unterschiede uns geben kann, dass Unterschiede essentiell sind für unser Wachstum. Was würde ich dir hier empfehlen? Natürlich ist eine ähnliche Wertvorstellung, wie siehst du das Leben, wie sieht er das Leben, wie sieht er die Menschen, wie siehst du die Menschen, grundsätzlich als sehr wohlwollend zum Beispiel. Diese ähnlichen Wertvorstellungen sind natürlich unabdingbar, wenn du eine ziemlich harmonische Beziehung haben möchtest. Aber du brauchst keinen Mann, der in den meisten Punkten mit dir übereinstimmt. Je mehr du es schaffst, diese Unterschiede, die ihr immer haben werdet, diese Unterschiede als das anzusehen, was sie sind, nämlich als Impulse, als Potenzial für dein persönliches Wachstum, desto eher kannst du es dir auch leisten,
diese Unterschiede zuzulassen, einen Menschen auszusuchen, der unterschiedlich ist, der anders tickt, als du tickst. Je mehr du also dir bewusst wirst, dass Unterschiede etwas Positives sind, weil sie dich inspirieren, über deine Komfortzone hinauszugehen, desto eher kannst du sagen, okay, ich weite meinen Kreis der potenziellen Partner aus. Ansonsten wird dein Kreis, wenn du nach Ähnlichem und immer Gleicherem suchst, sehr, sehr klein werden. Und du vergibst dir damit eine wunderbare Chance, immer wieder mal herausgefordert zu werden und diese Impulse zu bekommen, die dein persönliches Wachstum schlussendlich anfachen, die es verursachen. Weshalb kannst du dich auch gefahrlos auf diese Unterschiede einlassen? Weshalb kannst du es dir leisten, einen Partner auszusuchen, der unterschiedlich ist? Einen Partner auszusuchen, der anders tickt als du? Ganz einfach. Weil du weißt, dass du für dein eigenes Glück verantwortlich bist. Weil du weißt, dass das nicht die Aufgabe deines Partners ist. Dass nichts im Außen für dein Glück verantwortlich ist, sondern dass du in dir drin alle Schlüssel in der Hand hältst für dein eigenes Glück. Und je weniger dir das bewusst ist, je mehr du dein Glück im Außen suchst, desto mehr wirst du die Tendenz haben, einen Partner zu suchen, der sehr, sehr ähnlich tickt wie du. Aber wie gesagt, ich finde, du vergibst dir damit eine der wunderbarsten Wachstumschancen, die es überhaupt gibt, nämlich in einer vertrauten, intimen Beziehung sich gegenseitig beim persönlichen Wachstum zu unterstützen. Ich möchte dich ermuntern, dich mit dem Thema, ist mir wirklich bewusst, dass ich für mein eigenes Glück verantwortlich bin, noch ein bisschen tiefer zu beschäftigen und zu realisieren, dass du es dir absolut, absolut leisten kannst, deinen Kreis der möglichen Partner auszuweiten und die Unterschiede mit neuer Perspektive, aus neuer Perspektive anschauen kannst, nämlich aus der Perspektive von wow, wieder ein Impuls, der mich zu meinem persönlichen Wachstum anregt. Mehr zu mir findest du auf www.rosemariebalmer.ch. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!